Die Segeberger Kalkberghöhle als touristische Attraktion hat in den 100 Jahren seit ihrer Entdeckung unterschiedliche Zeiten erlebt. Zunächst war es so, dass im März 1913, als die Höhle entdeckt wurde, im Prinzip unmittelbar danach, dass wie so ein Lauffeuer durch die Stadt ging, dass sie eine Höhle entdeckt hatten. Und es gab dazu eine Geschichte im Vorwege, die an Ostern 1911 die Stadt bewegt hat. Und zwar gab es einen Aprilscherz, in dem beschrieben wird, dass eine im Mittelalter durch Römer genutzte Höhle in Segeberg entdeckt worden sei. Da haben natürlich die Menschen drüber geschmunzelt und haben das dann auch wieder vergessen. Und als jetzt an Ostern 1913 die Höhle entdeckt wurde, hat das sofort die Stadt in seinen Bann geschlagen. Und die Menschen sind also zahlreich hier zum Berg gekommen und wollten gucken, was ist da los. Zunächst war es so, dass die Stadt Segeberg Pächter und Betreiberin der Kalkberghöhlen war über viele Jahre. Eigentümer war immer noch die Bergverwaltung, weil man hatte hier ja Bergbau am Kalkberg. Das heißt, es ist also dort eine Pacht entrichtet worden und jährlich sind 2000 Reichsmark bereitgestellt worden, um die Höhle instand zu halten, so als Größenordnung. Offizielle Führungen fanden ab dem 23. August 1913 statt und so als Vergleich zu heute, die Eintrittspreise lagen für Erwachsene bei 75 Pfennig und für Kinder bei 30 Pfennig. Kindergruppen haben damals auch schon Rabatt gekriegt, da kostete nämlich der Eintritt nur 25 Pfennig pro Kind. Am ersten öffentlichen Wochenende hat die Höhle mehrere hundert Besucherinnen und Besucher gehabt. So kann man abschätzen, wie bedeutsam das von der touristischen Seite her für die Stadt war. Die Kommunikationswege waren ja ganz andere als heute. Das heißt, die Menschen haben das einfach wirklich gehört oder haben sich das erzählt und sind dann hierher gekommen, haben sich auf den Weg gemacht. Die Kalkberghöhle ist seit 1919 Mitglied im Schauhöhlenverband, also schon sehr, sehr lange. Und auch zu diesem Zeitpunkt hat es die ersten festen Installationen in der Höhle gegeben, wie einen zusätzlichen künstlichen Eingang, eine Beleuchtung, die elektrisch betrieben war und auch Befestigungen auf den Führungswegen, sodass die Menschen dort also mehr oder weniger trockenen Fußes hindurchkommen konnten. Im ersten Jahr, also in 1913, wo sie, wie gesagt, erst Ende August überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, haben immerhin noch fast 7000 Menschen die Höhle besucht. Im darauffolgenden Jahr 1914, was ja auch Kriegsjahr war, wo man sicherlich berücksichtigen muss, dass viele Menschen sich nicht mehr auf den Weg gemacht haben, lag die Besucherzahl schon bei fast 17.000 Menschen. Und so hat sich das mit Unterbrechung der Kriegszeit dann langsam aufgebaut und im Jahre 1952 waren weit über 170.000 Menschen in der Lage, die Höhle zu besichtigen. Das ist auch die bis heutige Spitzenzahl. Heute besuchen etwa 40.000 Menschen jährlich die Höhle, was verglichen mit anderen Schauhöhlen, die man im Schauhöhlenverband hat, immer noch eine beachtliche Zahl ist und was auch zeigt, dass die Höhle nach wie vor für Segeberg eine große Bedeutung hat, was die touristische Auswirkung anbelangt. In dieser 100-jährigen Geschichte hat dann später die Betreiberin auch gewechselt. Die Kalkberg GmbH hat als Betreiberin die Höhle übernommen und hat das bis in die Zeit der Gründung des Noctalis auch betrieben. Das heißt, in 2006 hat das Noctalis als Betreiberin die Kalkberg GmbH abgelöst. Seit der Eröffnung der Höhle in den letzten 100 Jahren haben mehrere Millionen Menschen diese Höhle besichtigt, was zeigt, wie bedeutsam sie für die Stadt war, weil natürlich die Menschen gerade in früher Zeit auch nicht nur einfach hier kurz vorbeikamen, sondern die sind länger geblieben, die haben hier übernachtet, die haben also einen relativ weiten Weg zum Teil auf sich genommen. Und das war also ein touristisches Highlight für Schleswig-Holstein, was es so bis dato dann auch noch nicht gab. Ja, es ist ja auch zu beobachten, dass sich das Tourismusverhalten der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich geändert hat. Man hat natürlich in den 50er Jahren auch noch viel Urlaub zu Hause gemacht, wenn man sich vielleicht auch nicht so viel leisten konnte. Aber dann sind ja die Deutschen dafür bekannt, dass sie in die Welt gezogen sind und das Mittelmeer und am Ende die ganze Welt bereisen. Da natürlich auch ganz andere Höhlen und Dimensionen kennengelernt haben, sodass vielleicht auch die Segeberger Kalkberghöhle nicht mehr so ein ganz großes Interesse als Höhle auf sich gezogen hat. Aber es ist dann ja hier in Segeberg sehr gut gelungen,
ein neues Interesse zu wecken für einen Höhlenbesuch, nämlich die Fledermäuse. Anfang der 90er Jahre wurde die Segeberger Kalkberghöhle eben in Deutschland auch berühmt, weil sie eben so ein besonders großes Fledermausvorkommen beherbergt. Und bereits Ende der 90er Jahre in den ersten Planungen zum Fledermauszentrum konnte ja der Biologiedidaktiker Professor Jansen aus Flensburg hier eine Umfrage durchführen, wo schon 50% der Höhlenbesucher angegeben haben, dass sie gerne auch Fledermäuse hier beobachten wollen. So sind eigentlich die Fledermäuse heute auch ein ganz wichtiger Faktor, um Besucher in die Höhle zu bekommen. Und das ist gerade für eine kleine Schauhöhle, wie ja die Segeberger Höhle auch ist, ein ganz wichtiger Faktor.